Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Kanada. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr die Kapitel in diesem Video hier auch einzeln anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch hier oben dann auch einmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Für Kanada ist es leider auch gar nicht so viel, weil ich zu Beginn meiner Reisetätigkeit noch gar nicht so viele Notizen gemacht hatte. Ja, aber letztendlich ist es also auch schon ein paar Jahre her und Details können sich aber trotzdem geändert haben. Das heißt, ihr solltet euch in diesem Video auch nicht ausschließlich auf die Informationen eben aus diesem Video verlassen und darüber hinaus noch eigene Recherchen anstellen. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Wir beginnen jetzt mal mit Tipps zur Anreise nach Kanada. Kanada erreicht man für gewöhnlich auf dem Luftweg, aber auch Transatlantikpassagen mit dem Schiff sind denkbar. Entsprechendes Zeitbudget natürlich vorausgesetzt. Von Deutschland aus werden unter anderem Toronto oder auch die Hauptstadt Ottawa direkt angeflogen. Die Preise schwanken jahreszeitlich bedingt, aber auch in Abhängigkeit sind im Bereich von 600 bis 1000 Euro. Zur Einreise ist ein Reisepass nötig, der noch über die Reisedauer hinaus eine gewisse Gültigkeit aufweisen sollte. Ein Visum oder ähnlich war zum Zeitpunkt meiner damaligen Reisen nicht erforderlich. Für die jeweils aktuellen Modalitäten schaue man am besten auf den Webseiten des Auswärtigen Amtes nach, wie ich eingangs bereits erwähnte. Im Flugzeug auf dem Weg nach Ottawa erinnere ich mich, dass eine Arrival-Karte auszufüllen war, die dann mitsamt dem Reisepass bei der Immigration vorgezeigt werden musste. Bei der Einreise wird man einem kurzen Interview unterzogen, unter anderem mit Fragen zum Zweck der Reise und ob man ein Auto gemietet hat. Kanada ist riesig und bietet wie die südlich gelegenen USA kontinentale Ausmaße, obgleich die meisten Menschen leben eher in den südlichen Teilen des Landes. Nicht nur durch die Größe bietet Kanada weite, ausgedehnte Areale und zudem große, turbulente Städte, die nördlichen Ausläufer der Rocky Mountains oder auch das Explorer-Flair aus vergangenen Zeiten in Neufundland. Wenn man nach Kanada kommt, wird man wohl eine Auswahl treffen und vielleicht macht es auch Sinn, sich zunächst entweder den Osten und dann bei einer zweiten Reise erst den Westen anzusehen. Spannend kann es aber auch sein, auf dem Trans-Kanada Highway das Land einmal von links nach rechts zu durchfahren. Dabei passiert man weite, menschenleere Landstriche. Der Kanadier an sich erinnert mich oft gern an die Menschen in den USA. Er kommt locker daher und man wird nicht selten einfach mal so angesprochen. Man kommt also relativ schnell ins Gespräch. Vorherrschend ist die englische und insbesondere in der Provinz Quebec auch die französische Sprache. Im öffentlichen Raum ist daher auch alles zweisprachig ausgelegt. Durch die Weitläufigkeit des Landes bietet Kanada im Süden heiße Sommer, aber im Winter auch polare Temperaturen. Manchmal reicht eine Eiszunge vom Norden herab bis tief in das Landesinnere und sorgt in der kontinentalen Mitte nicht selten für Temperaturen jenseits der minus 20 Grad. Im Herbst ist auch der Indian Summer ein charmvolles Thema, wenn sich die Landschaft golden verfärbt. Ich erinnere mich zumindest an warme Sommer mit jenseits der 20 Grad. Landeswährung ist der kanadische Dollar, der nicht ganz so kräftig ist wie der US-Dollar. Mit Bargeld wird im öffentlichen Leben hantiert, man kann aber de facto auch überall mit Kreditkarte bezahlen. Wie in den USA auch, sollte eine Kreditkarte auf jeden Fall zum Reisegepäck dazugehören. Das Internet ist in Kanada präsent und die Menschen sind auch recht affin in den sozialen Netzwerken unterwegs. WLAN-Zugriff ist in den Hotels oft inklusive und die Geschwindigkeit brauchbar schnell. Die Netzspannung in Kanada beträgt 120 Volt. Für die deutschen Schuko-Stecker braucht man einen Adapter, und zwar der mit den zwei parallel stehenden Stiften, ähnlich wie im Nachbarland USA. Das Netz ist von guter Qualität, bei meinen Reisen kann ich mich an keinen Stromausfall erinnern. Als westlich geprägtes Land ist es in Kanada ein leichtes, eine Mall oder großen Supermarkt zu finden. Die US-Kette Walmart ist zwar vertreten, aber nicht mit so vielen Filialen wie im südlichen Nachbarland. Als weitere Ketten sind zum Beispiel Target oder Kohl's zu finden. Ein Name taucht aber besonders in Verbindung mit Fastfood auf. Die Kanadier lieben ihr Tim Hortons. Eine Kette, bei der man Kaffee, Snacks und Backwaren bekommen kann.
Es herrscht Rechtsverkehr. In Kanada hält man sich an die Geschwindigkeit und Speeding, also zu schnelles Fahren, trifft man eher selten an. Daher ist das Fahren auch auf längeren Strecken zwar nicht sonderlich stressig, aber kann dennoch etwas ermüdend wirken. Zwar ist die Anzahl der Polizeikontrollen nicht extrem hoch, aber der Tempomat eines Mietwagens kann dem Fahrer durchaus schon etwas Arbeit abnehmen, wenn es darum geht, die Geschwindigkeit zu halten. Die Größe des Landes ist dennoch nicht zu unterschätzen. Im östlichen Teil Kanada ist schon die Fahrt von der Gaspésie am St. Lorenz-Strom bis zurück nach Toronto mindestens eine Zweitagesreise. Wer also schnell von Ost nach West muss, der wird eventuell auch einen Inlandsflug bevorzugen. Tankstellen sind recht oft bereits an den Ortsrändern anzutreffen. Der Tankvorgang variiert aber unter Umständen mit dem Alter der Zapfsäule. Bei moderneren ist zunächst die Kreditkarte durchzuziehen. Dann wählt man die Spritsorte und steckt den Einfüllstutzen in das Fahrzeug. Bei manchen Zapfsäulen muss noch die Auflage, auf der der Zapfhahn gerade noch geruht hat, nach oben geklappt werden, um die Pumpe zu starten. Bei älteren Tankstellen kann es auch vorkommen, dass man zunächst reingehen muss, um die Kreditkarte autorisieren zu lassen. Erst dann kann getankt werden. Die kanadische Küche erinnert nicht selten an die US-amerikanische. Alles, was zwischen zwei Brötchenhälften passt, ja, das muss schon kommen. Okay, vielleicht ein wenig übertrieben dargestellt. Neben höherwertigen Restaurants ist auch das Angebot an Fastfood ausgeprägt. Oft sind die entsprechenden Ketten wie auch Tankstellen und Hotels an den Ortsrändern anzutreffen. Zur Etikette gehört es, dass man in den Restaurants gesetzt wird. Man kommt dafür extra in den Eingangsbereich, wird gefragt, wie viele Personen denn speisen wollen und dann wird man einem Tisch zugewiesen. Nach dem Essen kommt dann auch schon ziemlich schnell die Rechnung, die man gern an einer eigenen Kasse im Eingangsbereich oder auch am Tisch begleicht. Ein Trinkgeld wird vom Bedienpersonal gerne gesehen. Aufs Blaue loszufahren und absteigen zu wollen, ist in Kanada entlang der Hauptverkehrsrouten durchaus möglich. Auf Hotels stößt man an vielen Orten und eine Vorreservierung ist nicht zwangsweise nötig. Und wenn dann doch mal alles voll ist, fährt man eben ein paar Kilometer weiter, um etwas Passendes zu finden. Internet ist meist inklusive, wie oft auch ein Continental Breakfast. Darunter versteht man ein recht einfaches Frühstück mit Kaffee, Tee, Zeralien, Bagels und Toasts. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Kanada. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt. Tja, dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch die entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.